Dear Commissioner, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Präsident Czirski, sehr geehrte Damen und Herren. Good afternoon. It's really a great pleasure for me being here this afternoon and say a few words from the Parliament side on the topic. I've been in the European Parliament in the Committee for Agriculture and for Environment in the last 5 years, so involved from both sides into the topic, from the agricultural side, but also from the consumer protection and the health side. And I'm trying to say some words. I will follow the minister who spoke in German. I'm Italian, but not a real one. Not a real one. My mother tongue is German, and so werde ich in das Deutsche wechseln. Das ist einfacher für mich. Ja, Sie, Frau Minister, und Sie, Herr Kommissar, haben schon dargelegt, wie wichtig, auch wenn man es an Zahlen misst, der Online-Einkauf von Lebensmitteln inzwischen auch in der Europäischen Union geworden ist. Selbstverständlich spielen Lebensmittel, wenn man es insgesamt im Online-Handel sieht, nach wie vor eine relativ untergeordnete Rolle. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, 2016 hatten wir einen Umsatz in der Europäischen Union von ungefähr 10 Milliarden Euro im Lebensmittelbereich. Das wird wohl bis zum Jahr 2021 auf dann 18 Milliarden anwachsen. Rund ein Viertel der Menschen in der Europäischen Union haben im letzten Jahr bereits Lebensmittel im Internet gekauft. Das sind also schon beeindruckende Zahlen, wo man sieht, wo die Reise auch hingeht. Und wenn man sich dann Entwicklungen in anderen Teilen der Welt anschaut, bei bestimmten Produkten, ich bin wie die Frau Bundesministerin auch dem Wein sehr verpflichtet und sehr mit dem Wein in Berührung. Wenn man sich anschaut, welche Bedeutung zum Beispiel der Weinverkauf in den Vereinigten Staaten über online angenommen hat, da sind wir in Europa noch bei ungefähr einem Viertel der amerikanischen, also US-Zahlen. Und das zeigt aber deutlich, dass wir uns auch in diese Dimension entwickelt werden. Wie meine Vorredner bereits gesagt haben, haben wir im Jahr 2017 im Europäischen Parlament die neue Verordnung unser Amt zu den amtlichen Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts beschlossen. Und dieser neue Rechtsakt, auf Vorschlag der Kommission und dann im Parlament diskutiert, hat versucht, die Kontrollmaßnahmen an die neuen Technologien generell und speziell in Bezug an das Internet anzupassen. Diese Regeln, wie Sie hier im Saal wahrscheinlich fast alle besser wissen als ich, müssen dann Ende 2019 auch angewandt werden, sodass garantiert werden soll, dass das Lebensmittelrecht auch beim Lebensmittelhandel im Internet voll angewandt wird, mit all seinen Facetten, die bereits angesprochen worden sind, dem Mystery Shopping, aber auch einem computergeschützten Informationsmanagementsystem innerhalb der Europäischen Union. Dies wird dann eine integrierte Handhabung der Verfahren und der Werkzeuge mit sich bringen. Die amtlichen Kontrollen werden sich vereinheitlichen in Europa hoffentlich und der Austausch, auch automatische Austausch von Informationen, wird sich verbessern. Jetzt ist dieser Handel im Internet von Lebensmitteln selbstverständlich vielfältig. Auch das ist bereits angesprochen worden. Er geht teilweise von den Webseiten der jeweiligen Produzenten aus. Und auch da glaube ich, dass es durchaus eine neue Chance auch für Vermarkter in Europa, gerade auch für kleinere Vermarkter und für Vermarkter von hochwertigen Produkten sein kann. Aber dann sind es Einzelhandelsanbieter, die einen Online-Ableger haben. Es sind Intermediärhändler, es sind Online-Plattformen, es sind zunehmend auch Social Networks. Und wenn man sich das alles anschaut, dann glaube ich, ist manchmal den Akteuren, die da im Internet aktiv sind, nicht ganz bewusst, dass die klassischen Auflagen des Lebensmittelrechts auch zu beherzigen sind und einzuhalten sind. Und wahrscheinlich noch komplizierter und schlechter. Manche dieser Akteure bedienen sich ganz bewusst des Internets, weil sie das Lebensmittelrecht umgehen wollen. Und das ist vor allem ein Problem bei Anbietern aus Drittländern und vor allem ein Problem, wenn es um die Einhaltung der Health Claims geht. Man braucht nur Mr. Google kurz zu bemühen und zu schauen, was es da alles geben würde, um unsere Körperfigur zu verbessern. Oder noch schlimmer, um schlimme Krankheiten zu besiegen oder einzudämmen, zu welchen Preisen hier Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, wo ganz bewusst
wahrscheinlich Produkte auf den Weg gebracht werden, die im normalen Handel nicht auf den Weg gebracht werden dürften. Und das ist selbstverständlich eine Herausforderung auch für den Gesetzgeber. Ich glaube aber schon, dass es auch notwendig ist, dort wo Menschen ganz oder Akteuren im Internet ganz einfach nicht bewusst ist, dass halt Angaben wie Nährwert, Gesundheitsangaben, Etikettierung, alles das, was mit dem Lebensmittelrecht zu tun hat, dass das im Internet halt genau gleich zu gelten hat, dass es diese Information auch da sein muss und dass es entsprechende Kontrolle dafür auch braucht. Denn es muss das, wie Sie, Frau Minister, gesagt haben, selbstverständlich gelten, ob ein Lebensmittel auf dem Regal einem Supermarkt unter die Menschen kommt oder im Onlinehandel unter die Menschen kommt. Es müssen selbstverständlich die genau gleichen Regeln gelten und es muss selbstverständlich die genau gleiche Sicherheit gelten. Das heißt, Menschen, wo auch immer sie Lebensmittel kaufen, müssen sicher sein, dass das, was ihnen da verkauft wird, einerseits von den Auflagen der Lebensmittelsicherheit entspricht und vor allem, dass dahinter nicht Geschäftsmacherei steckt, die dann nichts mit der Gesundheit der Menschen mehr zu tun hat. Und hier gibt es in der Tat Herausforderungen, mit denen Sie tagtäglich wahrscheinlich beschäftigt sind. Und ich möchte ganz einfach auf ein paar Punkte hinweisen. Es ist klar, dass diese Online-Marktplätze nicht immer leicht identifizierbar sind, vor allem wenn sie sich nicht in der Europäischen Union befinden. Manchmal werden sie auch sehr schnell ausgetauscht, das heißt, sie werden ganz bewusst geschaffen und nach kurzer Zeit wieder geändert. Die physische Präsenz der Unternehmen dahinter ist manchmal schwierig darstellbar. Digitale Identitäten werden sehr schnell oder können sehr schnell geändert werden, vor allem wenn Akteuren bewusst ist, dass das, was sie da tun, nicht unbedingt legal ist. Und deswegen glaube ich, auf einige Dinge haben wir als Gesetzgeber hinzuschauen. Es braucht erstens ausreichend Ressourcen, um diese neue Herausforderung anzugehen. Der Online-Handel von Lebensmitteln ist eine neue Herausforderung für all jene, die in den Lebensmittelkontrollen tätig sind. Und dieser Herausforderung kann selbstverständlich nur begegnet werden, wenn es auch entsprechende Ressourcen dafür gibt. Also die Kontrollen müssen passieren, die Kontrollen der Online-Marktplätze müssen quantitativ und qualitativ eben dieselben sein wie auf den klassischen Verkaufskanälen auch. Es braucht zweitens, und das ist eine große Chance innerhalb der Europäischen Union, es braucht eine EU-weite Koordination dieser Kontrollen. Das ist eine neue Herausforderung, auch weil im Internet der grenzüberschreitende Handel sehr schnell passiert und wir das auch wollen. Das Europäische Parlament hat, abgesehen vom Lebensmittelhandel, im Bereich des digitalen Binnenmarktes in den letzten 5 Jahren sehr intensiv versucht, den digitalen Binnenmarkt zu verbessern, zu unterstützen und alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der digitale Binnenmarkt in Europa innerhalb der Europäischen Union wirklich auch funktioniert, für Lebensmittel wie für andere Produkte auch. Und das ist einerseits eine Chance, andererseits aber auch eine Herausforderung der Koordination zwischen den Mitgliedstaaten. Da muss die Verantwortlichkeit drittens in der Lieferkette ganz klar definiert werden. Es gibt eine Kette von Produzenten über den Händler hin zum Konsumenten und letztendlich geht es um den Verbraucherschutz hinten beim Konsumenten und es muss eine klare Verantwortlichkeit in dieser Lieferkette geben. Es braucht dann viertens eine Investition in neue Technologien und Software, damit die Lebensmittelstandards im Internet kontrolliert und aufrechterhalten werden können und die jeweiligen Kontrollbehörden, nationalen Kontrollbehörden, die ja dafür zuständig sind, innovative digitale Instrumente zur Verfügung haben, wie Kontrollsuchmaschinenerkennungstools, Risikokontrollsoftware und so weiter. Es braucht fünftens eine Stärkung der Konsumenteninformationen. Auch den Konsumenten muss bewusst gemacht werden, dass in diesem Bereich neue Gefahren und neue Herausforderungen auch da sind. Das ist eine Aufgabe der Verbraucherzentralen in den jeweiligen Mitgliedstaaten und auch hier hat die Europäische Union ja in der Koordination des Verbraucherschutzes eine ganz besondere Bedeutung. Das gilt ganz besonders meiner Meinung nach bei Nicht-Nahrungsergänzungsmitteln, die von außerhalb der Europäischen Union in die Europäische Union
hineinverkauft werden und wo es einen digitalen Markt für solche Produkte gibt und wo es Aufgabe des Verbraucherschutzes ist, die Menschen ganz klar darauf hinzuweisen, dass nicht alles, was da angepriesen wird, auch mit guten Absichten verkauft wird. Und es braucht sechstens eine Zusammenarbeit und die Durchsetzung auch eben in den Drittstaaten über die Europäische Union hinaus. Das ist eine Aufgabe des internationalen Handels. Auch hier hat die Europäische Union ja zentrale Zuständigkeiten in unseren Handelsverträgen, die wir mit Drittstaaten machen, wird zunehmend auch diese Frage wichtig werden, die Frage, also was passiert, wenn Produkte nicht im klassischen Weg in die Europäische Union hineinkommen, mittels Container und Schiff, sondern eben digital irgendwo verkauft werden und dann in die Europäische Union hinein direkt ausgeliefert werden. Das ist eine neue Herausforderung, die wir bisher ja im Lebensmittelbereich kaum hatten. Ja, ich bedanke mich nochmals für Ihre Einladung, wünsche der Tagung alles Gute. Ich glaube, wir im Europäischen Parlament werden versuchen, alle Tätigkeiten, auch gesetzgeberische Tätigkeiten, die es in den nächsten Monaten und Jahren brauchen sollte, um diese Herausforderung ordentlich über die Bühne zu kriegen. Wir werden die versuchen zu meistern. Das Parlament ist aktiv, das Parlament ist tätig, gerade neu gewählt. Ich hoffe, dass es den Institutionen in Brüssel auch gelingt, möglichst schnell diese Phase, in der wir uns derzeit befinden, des Übergangs von einer Kommission, von einem Präsidenten, von einem Parlament ins nächste, von einer Kommission in die nächste, von einem Kommissionspräsidenten und einem Kommissar in die nächste, dass es gelingt, möglichst schnell zu überwinden und die volle Funktionsfähigkeit der Europäischen Union wieder zu gewährleisten. Herzlichen Dank.